Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Heute geht es um 100 Spieler-Lobbys. Aktuell dürfen wir nur davon ausgehen, dass es private Lobbys sind, denn dieses möchte ich euch einblenden. Das hat Garrett, ich glaube Garrett Leaks oder Shrugtor war es, glaube ich. Die haben das in den Game-Files gefunden durch eines der letzten Patches. Ihr seht private Matches und jetzt kommt der, ich sag mal, Haken. Es wurde schon vor vielen Monaten, vor vielen Seasons angekündigt. Dann kam es, ist aber nicht so richtig aktiv gewesen. Ihr habt jetzt gesehen, dass in letzter Zeit hier der ein oder andere Streamer, wie zum Beispiel die Prise Salz, Turniere veranstaltet haben. Die haben für private Matches oder Turniere Codes bekommen. Und eigentlich sollte diese Möglichkeit jedermann verfügbar gemacht werden, damit wir mit unseren Kumpels vielleicht in Ruhe auf den Maps zocken können. Jetzt werden private Matches von Respawn getestet. Ihr seht es hier, maximal 100 Spieler, maximal 100 Teams, maximal 40 Zuschauer und so weiter und so fort. Wie können wir das interpretieren? Und ich glaube hier tatsächlich, dass das vielleicht eine Variante ist, die demnächst vielleicht kommen könnte, aber erstmal nur für größere Streamer, für Turniere, wie es aktuell sehr, sehr beliebt mittlerweile auf Twitch ist. Denn ich sage mal, ein herkömmlicher Spieler, der hat garantiert keine 100 Leute in seiner Freundesliste, die dann auch zeitgleich alle Apex zocken. Deswegen denke ich, dass es nur einer kleineren Gemeinschaft erstmal vielleicht zugänglich gemacht wird. Ich habe jetzt selber EA mal angefragt, ob ich ein paar Turniercodes kriege, aber nicht für Turniere selber, so wie es Prise zum Beispiel gemacht hat, sondern ich würde das eher für meine Twitch-Livestreams nehmen. Und alle Zuschauer, die am Start sind, dem würde ich diesen Code in den Chat schmeißen und die zuerst in der Lobby sind. Und wenn die Lobby dann voll ist, mit denen zocke ich dann, wenn die Runde vorbei ist, geht das Ganze wieder von vorne los. Das ist so das, was ich mir dahinter vorstelle. Das macht es relativ simpel und jeder kann mitzocken und es ist völlig egal, ob du einen Sub hast oder nicht. Einfach alle, die Bock haben, und dann könnte man vielleicht mal gucken, wie die Teamaufteilung ist. So, jetzt reden wir aber hier mal drüber. Was kann man hier rein interpretieren? Zum einen sehen wir, man kann es dann so einstellen, dass man Solo spielen kann. Mindestplayer einer, das heißt, du könntest den Code eingeben, startest in die Runde und kannst von mir aus ganz alleine die Map vielleicht nochmal für dich erkunden. Du könntest Maximalspieler von 100 reinsetzen. Maximal 100 heißt für mich, es kann nur Solo oder Duos eingestellt werden, nicht Trios, weil 100 durch 3 ist einfach faktisch rechnerisch nicht möglich. Das heißt, wenn du mit Dreier-Squads startest, sind es dann halt nur 99 Spieler. Spielt aber kein Leierkasten. Ich sehe auf jeden Fall, dass es eine Menge Optionen gibt und ich kann mir auch vorstellen, warum diese 100 Spieler Option kommt. Ich habe jetzt in verschiedenen Turnieren, wie zum Beispiel bei Prise, reingeguckt und da ist es tatsächlich so, wenn das Turnier losgeht oder die Runde losgeht, dann sind alle sehr, sehr verhalten, alle sehr defensiv. Keiner will als erstes rausfliegen, vor allen Dingen, wenn es vielleicht irgendwann in einem Turnier mal um irgendwas geht. Und dann dauert es manchmal 5 bis 10 Minuten, bis dann die ersten richtig interessanten Gunfights kommen, bis ihr dann im Endfight seid. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass genau das die Option ist, wenn man so eine Turniere startet. Du bist ja nicht gezwungen, maximal 100 Spieler einzustellen. Du könntest ja vielleicht auch 60 lassen. Aber um es vielleicht interessanter für die Turnierveranstalter zu machen, könnte ich mir vorstellen, dass du vielleicht auch 100 einstellen kannst, dass einfach die Map größer und voller gefüllt ist, damit mehr Action ist und dass man mehr erlebt, mehr Kills macht, mehr Damage und so weiter. Einfach, dass das Turnier interessanter ist und vor allen Dingen für den Zuschauer interessanter ist. Das haben mir einige schon bestätigt. Bei dem ein oder anderen Turnier, nicht nur von Prise, hat man reingeguckt, ich auch. Und ich fand es teilweise wirklich bis kurz vorm Endfight extrem langweilig, wofür natürlich der Austrager des Turniers, der Host, quasi nichts für kann, sondern weil einfach alle defensiv spielen, was man ja irgendwo ein bisschen verstehen kann. Aber das könnte das Ganze ein bisschen interessanter gestalten. Habt ihr Bock, in den Kommentaren mal rauszulassen, was ihr davon haltet? Ich würde es auf jeden Fall cool finden, wenn es so kommt, vor allen Dingen, wenn es vielleicht irgendwann tatsächlich mal jedermann zugänglich gemacht wird und wir endlich mit unseren Kumpels vielleicht einfach mal Runden starten können. Vielleicht gerade auch, wenn mal eine neue Map draußen ist, dass man die vielleicht auch mal in Ruhe erkunden kann, einfach mal gucken kann, wo sind die Spots, wie sind die, wo liegt der geilste Loot und so weiter und so fort. Auf jeden Fall hoffe ich, dass ich vielleicht selber demnächst mal ein paar Codes bekomme, dass wir in den Livestreams gemeinsam
ein bisschen zocken können. Wer vorbeischauen will auf Twitch, verlinke ich auf jeden Fall nochmal. Das soll es von mir ansonsten gewesen sein. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende. Und wer es noch nicht weiß, morgen streame ich, also zum Samstag gegen späten Nachmittag oder frühen Abend, mache ich mal wieder ein Kanalmitglieder zocken live auf YouTube. Wer da vorbeischauen will, würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Das war es jetzt von mir. Haut rein. Ciao.